Also mit dem Ergebnis ja, weil das uns jetzt weitergebracht hat. Wir sind Meister in der A2 Gelsenkirchener Gruppe. Wir hatten vor dem Horst-Spiel eine Serie von 13 Spielen, ohne Niederlage, kein Unentschieden, 13 Siege eingefahren. Und 14. Sieg haben wir heute mit unserem direkten Konkurrenten eingeholt. Ja, das hat uns jetzt die Meisterschaft gebracht. Wir sind natürlich sehr glücklich über diese Meisterschaft, aber wir haben noch am Donnerstag unser Endspiel gegen den anderen Meister aus der Gruppe A1. Das wird die Spielvereinigung Erle 19 sein. Und erst nach diesem Spiel kann ich sagen, ein Resümee ziehen und sagen, die Saison, die war sehr, sehr gut für uns. Ich habe das so gesehen, dass wir in den ersten 15 Minuten das Spiel alle diktiert haben, ne, und dann leider etwas verfallen sind in Lethargie und der Gegner kam auf. Allerdings haben die keine großartigen Torschancen gehabt. Wir hatten ja vor dem Rückstand einen Elfmeter verschossen. Das hat uns auch ein bisschen aus dem Rhythmus auch gebracht, weil die Mannschaft, die musste sich nochmal aufrappeln. Und dann haben wir überraschenderweise das 1-0 mit dem ersten Schuss von Horst, glaube ich, wenn mich das jetzt nicht täuscht, haben wir das 1-0 gekriegt. Und natürlich ist das natürlich in dieser Spielzeit, 70. Minute rum war das, natürlich ein Genickbruch für uns. Und Gott sei Dank haben unsere erfahrenen Spieler, Samet Alpay, Ali Vural, Jaid, also die haben sich nochmal aufgerappelt und haben gesagt, das kann es nicht sein. Und zweite Halbzeit habe ich meiner Mannschaft dann gesagt, dass sie mit mehr Mut spielen sollen. Und das haben die auch gemacht. Und eigentlich sind wir für unseren Aufwand nicht belohnt worden. Ich habe jetzt gewechselt und habe dann auch den richtigen Mann eingewechselt, der das 1-0 gemacht hat. Eigentlich waren die ja da schon platt, ne? Und leider hat das Schiedsrichtergespann die wieder zum Leben erweckt, indem die mal diesen zweifelhaften, meiner Erachtens nach zweifelhaften Elfmeter gegeben haben. Und wenn die den auch gegeben haben in so einem Spitzenspiel, dann müsste dann auf der gegenüberliegenden Seite ja auch ein Elfmeter gegeben werden. Den Schiedsrichtern Respekt zollen, die haben wirklich, standen immer auf Augenhöhe mit den Schiedsrichterassistenten. Und bei dem Elfmeter hat der Assistent wirklich Respekt, hat diesen Elfmeter auch angezeigt, wo der Schiedsrichter verdeckt war zu der Situation. Und Respekt, dass der dann auch seinen Assistenten nachgegangen ist und den Elfmeter gepfiffen hat. Allgemein war Schiedsrichtergespann heute voll auf Höhe. Die haben ein super Spiel. Für dieses schwere Spiel sind sie wirklich sehr gut, haben sich sehr gut aus der Affäre gezogen. Trotzdem möchte ich nochmal erwähnen, dass ich ein fairer Verlierer bin und wünsche eben halt Gent Schressel noch alles Gute bei der bevorstehenden Entscheidungsspiele, ne? Mit den Zuschauern muss ich wirklich sagen, es war natürlich auf Augenhöhe mit unseren Zuschauern. Horster Zuschauer waren natürlich da, die mussten da sein. Die haben natürlich auch ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht. Aber nichtsdestotrotz ist alles ruhig geblieben für so ein wichtiges Spiel. Das war die Hauptsache. Sind keine Polizeiwagen vorgefahren und, so wie man das von Vergangenheit kennt. Es war wirklich ein Spiel, was ihm Fairness verdient hat. Also diesen Fairness gebe ich gerne an Horst 08 weiter. Die waren sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Die haben uns sehr gut empfangen. Die haben auch nach dem Spiel uns auch beglückwünscht. Also die hätten es auch verdient. Also zwei Mannschaften auf Augenhöhe, aber einer musste es sein. Und Horst guckt natürlich jetzt als Zweiter, können sich nichts für kaufen vielleicht. Aber ich sag mal, Glück auf und nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr.